Hi Leute! Hallöchen! Willkommen am Comasee. Wir sind hier heute in unserem Favorite Airbnb bis jetzt auf unserem Roadtrip. Und ja, wollten es euch einfach mal zeigen, wie schön es hier aussieht. Kommt gerne mal mit. Ja, hier ist schon mal der Essbereich auf jeden Fall. Sehr schick alles, würde ich sagen. Schön hell. Großes Fenster, große Spiegel. Sehr, sehr schön. Ja, gehen wir direkt mal weiter zum Highlight, würde ich sagen. Der Ausblick ist wirklich der Hammer. Genau, also einen richtig schönen Blick auf den Lake Como. Besser kann man ihn, glaube ich, gar nicht sehen. Hier ist das erste Schlafzimmer, Ventilator auch ganz wichtig hier bei den Temperaturen, der darf nicht fehlen. Sehr gut, dass er hier drin ist. Ja, die Zimmer würde ich sagen, klassisch schick, genau, sehr gemütlich, auch alles sehr hell, die Räume. Das gefällt uns echt gut. Mit Badewanne, die darf auch nicht fehlen. Genau, die kann man dann hart benutzen hier. Ja, passt auch, denke ich, jeder rein oder länger. Ja, Pflanzen werden den Raum sowieso immer auf. Sehr schön. Weiter geht's hier lang. So, dann sind wir, glaube ich, hier bei der Küche angekommen. Hier ist das zweite Badezimmer. Bisschen kleiner. Genau. Für seinen Zweck, Dusche gibt's auch. Ein Waschtisch. Und weiter geht's. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Jetzt kommen wir wieder am Eingang. Ja. In dem Schlafzimmer habe ich mich schon breit gemacht. Ach ja, da wurde schon ordentlich rumgewühlt in der Tasche. Aber man sieht auch, sehr clean alles, schick. Genau, romantisch vor allem. Ja, gemütlich einfach. Genau. Und das war's, klein aber fein. Oder was heißt klein? Ja, nochmal die wunderschöne Aussicht aus dem Fenster. Wirklich toll. Ja. Und wir sind ja auch sehr viel unterwegs. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Favorite-Orte oder auch eure Lieblings-Airbnbs waren. Genau, habt ihr schon mal ein Airbnb mit so einer geilen Aussicht gehabt? Oder allgemein irgendein besonderes Airbnb? Wenn ja, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wo das war. Und dann will man sagen, verabschieden wir uns und unser Roadtrip geht dann morgen weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.